Hallihallo! Wen haben wir denn hier alles Schönes außer mir? Ah, hallo! Und die Brahmschiffe sind da. Ohne Kamera. Ihr könnt mich hören sogar? Ihr Top, ihr zwei. Sehr gut. Gut, dann starten wir mal. Heute ist die Lea mit dabei. Hallo. Einen schönen guten Abend, liebe Lea. Guten Abend. Wie geht es dir? Mir geht's wunderbar. Sehr gut, okay. Dann würden wir jetzt mal einen kleinen Tango tanzen alle, bevor wir uns der schönen Figur Swivel widmen. Attacke. It happened. I let down my guard. Swear I'd never fall in love again, but I fell. Guess I should have seen it coming, caught me by surprise. I wasn't looking where I was going, I fell into your eyes. Addicted to you, hooked on your love, like a powerful drug, I can't get enough of. Lost in your eyes, drowning in blue, out of control, what can I do? I'm addicted to you. Midnight blows in through the window, dances from the schön, alles klar. So, habt ihr gleich noch ein bisschen ins Wohnzimmer umgeräumt? Ich habe euer heimliches Hobby entdeckt gerade. Ihr macht euch für jede Tanzstunde mit Hula Hula fit, oder? Richtig? Könnt ihr das auch, ja? Ja, ich müsste das vielleicht mal wieder ein bisschen üben. Ja, das sieht doch schon gut aus. Okay. Tango war das Swivel. Thema. Swivel. Ja. Alles klar. Dann legen wir mal los. Wir würden erstmal Teil 1 tanzen mit einem Promenadenanfang. Der Mann tanzt vor die Dame mit einer leichten Schulterführung. So, nochmal von hier. Ist hier schön? Ich glaube, ja. Gutes Plätzchen? Ja. Okay. Slow, slow. Quick. Quick, slow, eher vor sie und macht mit der rechten Schulter noch ein bisschen Platz als Führung, dass die Dame den nächsten Schritt außenseitig tanzen kann. Das würden wir mal gemeinsam probieren. Mit euch. Ja, genau, gute Idee. 5, 6, 7 und slow, slow, quick, quick, slow, quick, quick. Slow mit der Schulterführung. Okay. Ich führe die Lea schön in die Figur und sie zerrt mich schön übers Parkett, dass wir auch noch schön in der Kamera stehen. Richtig. Jawohl. So, nochmal. 5. Zusammen. Oh. 6, 7. Und slow. Slow.
quick, slow, quick, quick, slow. Ah ja, okay, gut. So, nochmal schauen vielleicht. Anfang war gut. An der Stelle jetzt. Männer, kleinen Schritt über. Und jetzt geht ihr Männer richtig schön vor die Dame. Und dann kommt noch der kleine Rückwärtsschritt mit der Schulterführung. Zeigen wir euch nochmal, dann seid ihr näher dran. Slow, slow, quick, quick, slow. Jetzt geht er vor sie und dann kommt der Rückwärtsschritt mit der kleinen Schulterführung. Okay, sollten wir nochmal machen, oder? Alles klar. 6, 7 und slow, slow, quick, quick. Slow, quick, quick, rechte Schulter. Jawohl. Gut. Lasst mich noch einmal gucken. Ihr tanzt das noch einmal bitte. Okay. 5, 6, 7 und 1, 2, quick, quick, slow, quick, quick, slow. Na, das sieht doch super aus. Alles klar. Läuft. Okay. So, jetzt kommt dieses Kernstück. Ich tanze das mal ganz klein hier über Eck, dass wir nicht so weit weg tanzen. Quick, quick, slow. So, was ist ein Swivel, ihr Lieben? Fangen wir mal mit der Dame an. Erstmal grundsätzlich, wir zeigen es zusammen, ist das eine Swivel-Bewegung. Was tun wir da? Die Dame, zeigt euch die Lea, macht einen Vorwärtsschritt und macht den so klein, dass sie auf dem Fuß schön drehen kann. Okay, ja, sie dreht also den ganzen Swivel auf dem rechten Fuß, halbe Drehung. Also sie macht einen Vorwärtsschritt und dreht dann rum. Genau, okay. Ganz wichtig ist, ich mache mal ein bisschen mit, weil ich ja weiß, was ich euch gleich erzählen will, dass ihr den Schritt wirklich alleine machen könnt. Das können zwar, gehe ich gleich noch drauf ein, die Herren hervorragend führen, aber es ist schon mal ganz gut, wenn die Dame hier weiß an der Stelle, dass sie nicht so schwungvoll tanzt, dass sie dann aufs linke Bein drauf fällt. Ja? Also ganz wichtig mit Köpfchen, dass ihr den Kopf dreht, dass ihr nur auf dem rechten Fuß bleibt und das linke Bein wirklich mehr als deutlich entlastet ist. Das ist ganz wichtig bei der Figur. Ja? So, die Männer tanzen einen Rückwärtsschritt, der im Prinzip eine Achse entspricht, wir drehen es nur nicht ganz so viel. Also macht einen Rückwärtsschritt, dreht ein bisschen auf dem Fuß. Wenn ihr es schön macht, könnt ihr den hier noch so ein bisschen reinspiralisieren lassen. So. Ja? Das muss nicht sein, aber ansonsten hängt das Bein dann da vorne rum. Dann sieht das auch nicht so gut aus. Ja? Also einen kleinen Rückwärtsschritt machen. Den Fuß so ein bisschen mit reinholen. Okay. Bevor wir das erste Mal probieren, würde ich das ganz gerne nochmal erklären, was die Führung betrifft. Erstmal so, dass ihr das sehen könnt. Wenn ihr jetzt hier offen gestanden habt, macht ihr euren Rückwärtsschritt, holt die Dame vorbei und dreht sie dann rum. Wichtig ist, dass dieser rechte Arm ganz eng am Körper bleibt und die Dame hier rumdreht am Schulterblatt, dass sie gar nicht in Verlegenheit kommt, in die Richtung umzufallen. Also ich finde eigentlich, wenn man die Figur kann, ist es relativ einfach, die Dame da zu führen, weil man ihr null Spielraum lässt an der Stelle. Ja, zeige euch das mal nur so. Also die Dame würde jetzt rechts vorbeigehen. Ihr macht den Rückwärtsschritt und guckt, dass sie hier eng steht. Ja, was für euch Ladies auch ganz wichtig ist, dass ihr hier eng am Herrn ansetzt. Ja. Okay, er kann das natürlich auch ein Stück weit führen, wo er sie haben möchte, aber auch da die Dame faktisch nicht leer macht, es einmal verkehrt, gerade auslaufen und dann drehen, ist jetzt mal übertrieben dargestellt, dann habt ihr hier so einen riesen Abstand. Ja, und dadurch, dass die Figur ziemlich schnell ist, ja, ist das dann sehr unangenehm zu tanzen. Also macht einen kleinen Schritt und haltet das hier eng. Ja, schön mit Körperspannung, dann läuft das. Lasst uns mal nur das probieren, das ist ja so das Kernstück an dem Ding. Also, er steht auf dem rechten Fuß, die Dame steht auf dem linken Fuß, sie macht einen Vorwärtsschritt rechts vorbei und er links rück. 6, 7 und zack.
Jawohl, relativ wenig gewackelt. Das sah gut aus. Okay, nochmal. 5, 6, 7 und zack. Okay, gut. Führungsbewegung für die Herren. Denkt dran, dass ihr die Dame praktisch erst vorbeiholt und dann zackig rumdreht. Ja? Also nicht im Ansatz gleich drehen, das ist unangenehm für sie. Ja? Sondern erst vorwärts und dann rum. Ja? Okay, mach das nochmal. 5, 6, 7 und zack. Jawohl. Sehr gut. Okay, so. Wenn man den Zwirbel jetzt getanzt hat und schön steht, ist das schon mal super einfach. Ich glaube, so sieht es besser. Zwirbel haben wir erledigt. Dann machen die Männer einen Vorwärtsschritt. Schritt, Tap. Vorwärtsschritt ist äußerst relativ. Der ist wirklich mega klein, also fast an der Stelle. Ihr standet also auf dem linken Fuß im Zwirbel. Tanzt jetzt rechts, Schritt und links wieder deutlich Tap. Genau. So, damit holt ihr die Dame wieder vor euch. Sie hat rum, tanzt links einen Schritt nach vorne in Richtung vor den Herrn und klappt dann wieder ganz zu. Sehr wichtig in der Figur, dass ihr gerade voreinander rauskommt. Also nicht irgendwie so, ja, sondern wirklich die ganze Drehung geschafft habt. Okay, so guckt noch einmal. Wir machen jetzt den Zwirbel und gleich danach das Schritt-Tap. Ja, das ist eigentlich das schwierigste Teil in dem ganzen Ding. Okay, so, let's go. Ein Mann mit einer Frau macht ein Paar. Genau. Sehr gut. Rankuscheln. Okay. 6, 7 und Zwirbel. Schritt, Tap. Jawohl, das sieht gut aus. Einmal noch. 5, 6, 7 und Zwirbel. Schritt, Tap. Sehr schön. Gut, damit wir das nicht vergessen, machen wir das Ding einmal von vorne. Sechs, sieben und slow, slow, quick, quick, slow, quick, quick. Jetzt kommt's. Swivel, Schritt, Tap. Jawohl. Ja, Lea hat schon genickt. Muss gut gewesen sein. Was gesehen, aber gut. Ja, okay. Ihr dürft noch einmal. Wir gucken. Fünf, sechs, sieben und eins, zwei. Quick, slow, quick, quick, slow, swivel, Schritt, Tap. Super. Alles klar. So, euer linker Fuß, Männer, wäre jetzt frei und der rechte bei den Damen. Ja, sah aber gut aus. Okay, sehr schön. So, wir wären jetzt wieder in dieser Position. Jetzt tanzen wir direkt da dran zwei Schritte der Linksdrehung. Eins, zwei. Und haben somit wieder die Startposition für den Zwirbel. Zwirbel, Schritt, Tap. Ja, dann hättet ihr insgesamt, nochmal ganz klein, Promenadenanfang, er vor die Dame, Zwirbel 1, Achtung, Linksdrehung, Zwirbel 2, zack. Dann haben wir nur noch das Ende. Okay, so, lasst uns probieren. 5, 6, 7 und 1, 2, quick, quick, slow, quick, quick, slow, swivel, Schritt, Tap, Linksdrehung, swivel, Schritt, Tap. Jawohl, sehr schön, nochmal. 5, 6, 7 und 1, 2, quick, quick, slow, quick, quick, slow, der Swivel und Schritt, Tap, die Linksdrehung, Swivel, Schritt, Tap, okay, gut, und einmal noch ihr, fünf, sechs, sieben und eins, zwei, quick, quick, slow, quick, quick,
slow, swivel, Schritt, tap, die Linksdrehung. Swivel, Schritt, tap. Sehr schön. Das sieht super aus. Okay, eine kleine Zugabe, ich zähle euch ein Stückchen schneller. Nur damit wir mal gucken, ob ihr da technisch auch im Tempo hinkommt. 5, 6, 7 und 1, 2. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Swivel, Schritt, tap, Linksdrehung. Swivel, Schritt, tap. Jawohl, sehr gut. Applaus, Applaus. Sieht gut aus. Okay, das Ende, ihr Lieben. Ich glaube, von hinten sieht man das ganz gut. Wenn die Füße drauf sind, ja. Wenn die Füße drauf sind, alles klar. So, Männer tanzen. Machen wir erstmal die Schritte durch. Zack, kommt gleich. Ein Vorwärtsschritt, ein Seitwärtsschritt und ein Ran weg. Okay, also vor, seit, Ran weg. Dabei sollte alles schön gerade sein. Also den Vorwärtsschritt gerade, Seitwärtsschritt eben als Seitwärtsschritt und ein Ran weg. Genau, und da aufpassen, dass ihr nicht draufsteht. Okay. So, vom Rhythmus hättet ihr quick, quick and slow. Das ist dann später in der Folge relativ flott. Okay, machen wir zusammen. Alles bereit? Ja. 6, 7 und quick, quick and slow. Sehr gut. Aha. 6, 7 und quick, quick and slow. Okay, gut. So, als Abschluss ein Promenadenende. Seit Abschlussschritt. Okay, dann wären wir schon fertig. Gar nicht so lang das Ding, ne? Wenn man schon mal hatte. Okay, so, wir machen das vor, seit, schnack, schnack und die Promenade. Und vor, seit, schnack, schnack, seit, Abschlussschritt. Ja? Einfach, oder? Für euch jetzt. Ja, ihr konntet das, glaube ich, schon ziemlich gut. Okay, prima. So, das ganze Ding, ihr Lieben. 6, 7 und slow, slow. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Swivel, Schritt, tap, Linksdrehung. Swivel, Schritt, tap, quick, quick and slow. Slow, quick, quick, slow. Gut, alles klar. Dann probieren wir das mal mit Musik. Wir fangen mit dem Grundschritt an, dann den Swivel und dann wieder ein paar Grundschritte und dann wieder Swivel. Erste Runde zähle ich mal. There's a notebook on the table. You can take it to the store. So you won't forget the groceries. There's a rifle in the cabin that I used to fight a war. But to this day I don't know what I'm fighting for. I'm fighting for. After 30 years.
Also ich habe den Eindruck, dass ihr die Figur super gut könnt. Ich hoffe, dass das drüben bei unserem Lichtkamerapaar auch klasse läuft. Deswegen werden wir jetzt mal die YouTube-Aufnahme schon mal stoppen. Der YouTube-Gemeinde sagen wir schon mal.